Herzlich willkommen in der neuen Lernsnack-Zentrale. Hier steht noch nicht wieder alles an seinem Platz. Ich bin gerade umgezogen. Ich habe ja nichts Besseres in den Ferien zu tun. Du hast scheinbar auch nichts Besseres in den Ferien zu tun, sonst würdest du dieses Video nicht schauen. Dann können wir auch darüber reden, wie man die Ferien am besten gestaltet, damit es im nächsten Schuljahr so richtig mies losgeht und so richtig mies aufhört. Wie gesagt, ich habe nichts Besseres zu tun, außer Kartons ausräumen, Möbel aufbauen, eine neue Serie anfangen. Wenn ihr da Tipps habt, schreibt mir einen Kommentar. Musst auch nichts aufschreiben. Wird ein kurzes Video. Nutz die Zeit, um so richtig zu faulenzen. Produktivität wird überbewertet. Wenn deine Eltern meckern, hier rein, da raus. Einfach in den Tag hineinleben. Die Couch ist dein bester Freund. Schau dir so viele Videos auf Instagram, YouTube und TikTok an von Menschen, die irgendwas bauen, durch die Welt reisen, was kochen und sag dir, schön für die, aber lass dich bloß nicht anstecken. Tipp 2, nächster Level. Handy und Binge-Watchen. Fang 20 neue Serien an und guck, dass du die auch durchkriegst in den Ferien. Das heißt also, du musst deine Zeit gut einteilen. Schlaf wird überbewertet. Game of Thrones, Breaking Bad, was auch immer. Hauptsache, deine Zeit ist sinnvoll genutzt. Wenn du dann den ganzen Tag so richtig deine Energie aufgespart hast, dann kannst du gegen Abend und in der Nacht anfangen mit Zocken. Aber nicht vor 3 oder 4 Uhr ins Bett gehen, sonst wirst du vielleicht noch früh wach. Und wenn du dann so weit bist, dass du bei Walking Dead als Zombie ohne Maske vorher durchs Bild laufen könntest, dann hast du es geschafft. Dann ist dein Tag-Nacht-Rhythmus so richtig im Eimer. Und das ist ein Garant dafür, dass es im nächsten Schuljahr so richtig gut klappen wird. In dem Zusammenhang solltest du auch deinen Eltern dringend mitteilen, dass du nicht vormittags geweckt werden willst oder gestört werden willst und dass Frühstück oder regelmäßige Nahrung auch gar nicht so wichtig ist. Du isst dann, wenn du wach bist und da, wo du gerade bist. Nächster Tipp, deine Schulsachen am besten in den Müll oder die Schultasche zumindest irgendwo in die Ecke hinein, sodass du sie 6,5 Wochen möglichst nicht sehen kannst. Pack irgendwelche Klamotten drüber. Oder irgendwelche Pizzakartons. Das Schuljahr ist ohnehin gelaufen. Warum sollte man sich nochmal alte Klausuren anschauen oder alte Themen, die man vielleicht noch nicht ganz verstanden hat? Ist ja jetzt eh vorbei. Auch ganz wichtig, der nächste Tipp. Bereite dich auf gar keinen Fall aufs neue Schuljahr vor. Guck nicht nach, ob du eine Liste bekommen hast, auf der irgendwo drauf steht, was du im nächsten Schuljahr an Material benötigst. Schau nicht nach, ob du alle Stifte noch hast, ob du noch alle Hefte hast, ob du welche brauchst. Das kannst du immer noch am nächsten Schultag machen. Und wenn deine Eltern aus irgendeinem Grund deine Schultasche genommen haben und reingeschaut haben und Bücher bestellt haben, dann schau da bloß auf gar keinen Fall rein. Es macht doch viel mehr Spaß, sich überraschen zu lassen, was im nächsten Schuljahr passiert. Und viele Menschen brauchen ohnehin den Nervenkitzel und können am besten unter Stress arbeiten. Der letzte Tipp, lasst auch alle sozialen Kontakte so ein bisschen schleifen. Viele von denen sind ja vielleicht eh in den Ferien, machen genau das gleiche wie ihr auf der Couch. Lasst denen auch mal ihre Ferienzeit. Und wenn ihr euch dann im nächsten Schuljahr wieder seht, dann könnt ihr auch alles besprechen, was in den 6,5 Wochen passiert ist, damit ihr so richtig auch keine Zeit zum Lernen findet. Man soll es ja nicht übertreiben. Und schließlich ist es ja auch wichtig, dass man sich austauscht. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen, wie ihr so ein richtig episches Desaster aufbaut, was auch noch Monate im neuen Schuljahr nachwirken wird und euch bis zum Ende des Schuljahres verfolgen wird. Ihr werdet euch wünschen, hätte ich es mal anders gemacht, hätte ich mal nicht auf die Lernsnacks gehört und dann ist es zu spät. War natürlich nicht ernst gemeint, macht es nicht so, wie ich es jetzt gesagt habe, sondern genau das Gegenteil, zumindest ein bisschen. Genießt eure Ferien, aber nicht zu sehr, bleibt gesund und bis im neuen Schuljahr.